Also ich sag nicht, wann es passiert und ich sage auch nicht, mit wem es passiert ist, aber ich musste in einen Mund pinkeln. Hast du einen Kink? Und wenn ja, welchen? Ich weiß nicht, was das ist. Was ist ein Kink? Deine quasi sexuelle Vorliebe. Ich glaube, es ist besser ein Geheimnis. Sexual kinky im Bett. Ab wann ist ein Kink ein Kink? Soll ich das jetzt im Detail hier erzählen? Spicy. Hat keine Tag erwartet. Gibt es jemanden ohne Kinks? Locker nein. Nee, hab ich nicht. Vielleicht ist das mein Kink, dass ich keinen habe. Ich hatte noch nie Sex, also ich denke, ich weiß es selber noch nicht, ob ich einen Kink habe. Boah, ich bin sehr kinky. Ich würde sagen, ich bin sehr Vanilla. Es sind viel zu wenige Leute irgendwie so, die selber selbstverständlich sagen, ja, ich bin Vanilla. Das fällt mir gar nicht ein. Ich habe safe einen Kink. Hast du ein paar Beispiele? Zum Beispiel finde ich Fesseln cool. Es fällt mir tatsächlich schwer, darüber offen zu reden, obwohl es eigentlich gar nicht so ein großes Problem für mich ist. Weil ich etwas geizig bin, habe ich so DIY-Fesseln haben wir quasi gebastelt, indem wir eine Bauchtasche um das Bettgestell gemacht haben und dann einen Schlauchschal in die Bauchtasche gemacht haben und damit quasi gefesselt haben. Also man kann da kreativ werden. Ich glaube, es ist so klischeemäßig, aber Küssen ist the biggest turn on. Es gibt so ein, zwei Stellen, so hier hinten an meinem Nacken zum Beispiel, da werde ich ganz wild. Es gibt schon ein paar Sachen, die mich antören. Ich finde große Nasen wahnsinnig gut. Ohren können, also ist ja auch eine erogene Zone. Ich mag es gerne, wenn man in meinen Ohren knabbert. Ich finde Achseln, finde ich schon nice. Aber ich weiß nicht, ob es ein Kink ist. Oder Schweiß, aber nicht an mir selber, sondern so an anderen Leuten. Ich mag den Geschmack von Schweiß. Also so, wenn man intim ist und so weiter und dann, keine Ahnung, es ist eine heiße Sommernacht und dann küsst man die Person so hier oder man schmeckt es so. Das finde ich sehr, sehr unturned. Ich weiß nicht, ob es ein Kink ist, aber ich liebe es, gerimmt zu werden. Es ist so, das ist eher so eine Praktik, die jetzt nicht so, die jetzt nicht unbedingt ein Fetisch oder sowas ist, aber das ist so mein Ding. Rimming ist es, wenn der Po geleckt wird. Wie bereitest du dich darauf am besten vor? Ich sage immer, ich bin die Queen der Enthaarungscreme. Dann ist natürlich eine gute Körperhygiene ist mandatory, sonst bin ich raus. Ich mag sehr schon Sex, der ein bisschen in die BDSM-Richtung geht. Ich stehe auf jeden Fall drauf, wenn jemand anders dominant ist. Ich bin gern dominant. Also wenn ich die devotere Person sein darf und ich kann nicht gut Kontrolle abgeben und mich so voll fallen lassen kann. Choking finde ich sehr cool. Ich stehe schon nur drauf, so ein bisschen gewürgt zu werden. Also ich stehe so auf leichtes Choking und ich betone leicht, weil ich hatte einmal was mit einem Typen, wo ich das erwähnt hatte. Und der hat dann einfach auf entspannt seine zwei Daumen auf meinen Kehlkopf gedrückt, dass ich gar keine Luft mehr bekomme und ich ihn dann wegdrücken musste von mir. Wie choket man richtig? Also sozusagen, dass man nicht auf den Kehlkopf drückt, weil dann nimmst du die Person halt die Luft, wenn man es selber merkt, sondern eher weiter oben. Und ich merke so ein bisschen dieses so, oh mein Gott, wir könnten erwischt werden. Sexuell aktiv in der Öffentlichkeit zu sein, finde ich ehrlich gesagt ziemlich hot. Hast du diesen Kink schon mal ausgelebt? Nee, und zwar aus einfachem Grund, weil ich finde es am Ende traue ich mich dazu nicht. Ich mag das, wenn man irgendwo Sex hat, wo man erwischt werden kann oder wenn es verboten ist, wenn man es nicht machen darf, das finde ich richtig hot. Auch schon Erfahrung gesammelt? Ja, das habe ich schon ganz, das mache ich regelmäßig. Ich habe auch schon längere Zeit im Einzelhandel gearbeitet. Und dort definitiv auch Leute beim Sex in der Kabine erwischt. Was heißt erwischt? Ich bin nicht reingegangen oder so, aber man hat es mitbekommen. Und ehrlich gesagt fand ich die Vorstellung da auch schon hot, dass da gerade Leute Sex in der Kabine hatten. Ich glaube, ich bin schon sehr öffentliche Maus. Dass ich es auch gut finde, weil mich jemand dabei beobachtet und vielleicht dabei auch erregiert wird, weil das gibt mir ein Gefühl von wow, I still got it. Magst du dich denn auch gerne mit der Kamera beim Sex filmen? Habe ich auch schon gemacht. Das reine Videomaterial finde ich durchaus interessant. Die Audio, da reden wir nochmal drüber. Wenn bei mir die Naturtriebe rauskommen, fange ich an Dialekt zu reden. Habt ihr ein Safe Word? Und wenn ja, welches? Ja, wir haben Chinchilla. Das musst du erklären. Halt irgendwann, als wir angefangen haben, so ein bisschen mehr so rough zu sein miteinander, hab ich halt auch gesagt, so, ey, wir brauchen so ein Safe Word für wenn es halt wirklich gar nicht mehr geht. Und ich glaube, wir haben damals halt voll viele Tierdokumentationen so geguckt auf Arte und so. Und dann war da so eine Doku über Chinchillas und ich fand den Namen so süß. Und dann war ich so, ja, weißt du was, lass einfach Chinchilla nehmen, weil wir das nie im Wort, also im normalen Sprachgebrauch so miteinander quatschen, benutzen.
Und das hat sich wirklich durchgesetzt. Ich glaube, ich bin mir selbst nicht ganz bewusst, was ich mag. Ich muss sagen, so sexuell habe ich mich lange nicht so richtig ausleben können. Irgendwie hatte ich da so eine Hemmung. Und deswegen habe ich das vorher meinen Partnern auch nicht so richtig machen können. Und jetzt bin ich in einer Beziehung, die schon sehr ernst ist, würde ich sagen. Und da probieren wir es gerade aus. Aber ich habe noch nicht so richtig herausgefunden, was mein Kink ist. Ich habe mich lange für meine Sexualität geschämt. Und das ist immer eine Überwindung irgendwie. Beziehungsweise ich lerne es gerade erst, da so ein Selbstbewusstsein zu entwickeln und auch so mit mir selber zu sagen, dass es okay ist und dass ich mich nicht dafür schämen brauche und das irgendwie mit den PartnerInnen, die ich habe, irgendwie so zu kommunizieren und so. Seitdem Kink in meinem Sexleben so ein bisschen eine Rolle spielt, ist Sex viel kommunikativer geworden. Es macht viel mehr Spaß irgendwie. Es ist viel mehr eine Sache, die zwischen zwei Menschen passiert oder mehreren Menschen. Ich finde es total schön und heiß und toll, wenn die Person, mit der ich Sex habe, mit mir redet. Ich bin neugierig, die zu entdecken, was es noch gibt und auch Vorlieben von anderen Menschen kennenzulernen. Gibt nichts, was mich irgendwie abschrecken würde, außer irgendwie sehr illegale Sachen. Hat mal ein SexpartnerIn einen Kink mitgebracht in deine Welt, auf den du dich eingelassen hast? Ja. Also ich sag nicht, wann es passiert und ich sag auch nicht, mit wem es passiert ist, aber ich musste in einen Mund pinkeln. Was irgendwann mal neu für mich war, war so Prostata-Massagen zu geben. Wie funktioniert das genau? Das ist halt quasi so eine anale Stimulation mit den Fingern und dann kann man die Prostata innen massieren. Heatplay, also mit Wachs oder mit kalten Gegenständen, das kannte ich vorher gar nicht und dachte so, ja, warum nicht? Hat Spaß gemacht. Hatte ein Partner schon mal einen Kink, mit dem du gar nichts anfangen konntest? Nee, hatte ich das? Oh! Ja. Nee, mir wurden schon alle möglichen Kinks mitgebracht, aber ich bin immer mega, mega interessiert daran, mega offen darüber zu reden und dann im nächsten Schritt zu gucken, will ich das ausprobieren? Ich will niemanden Kink-shame, ich konnte nur selbst damit nichts anfangen. So ein Fußfetisch, der Klassiker, und darauf stehe ich nicht so. Das Lustige ist, es gibt im Internet so viele Leute mit Fußfetisch, aber im Echt hat noch kein Mensch von mir zugegeben, Fußfetisch zu haben. Das heißt, sehr viele Leute lügen. Ist so! Es sind Leute auf mich zugekommen mit Kinks und tatsächlich auch Fetischen. Und es waren auch Leute dabei, die nicht akzeptiert haben, dass ich mich nicht damit wohlgefühlt habe. Es war zum Beispiel eine Person dabei, no judgment, alle Leute können die Dinge mögen, die sie mögen, insofern sie keinen anderen Personen Leid zufügen. Aber diese Person hatte einen Fetisch für Nylonstrumpfhosen. Ich musste immer, wenn ich mich mit dieser Person getroffen habe, eine Strumpfhose tragen. Und ich musste auch in dieser Strumpfhose schlafen, was zu ungemeinen Bauchschmerzen geführt hat, weil diese Bündchen so eng sind und mir ins Fleisch geschnitten haben. Und es war mir sehr unangenehm. Ich hatte immer das Gefühl, ich kann nicht richtig äußern, dass mir das nicht gefällt, weil ich auch Angst hatte, dass die Person dann das Interesse an mir verliert. Und ich wollte ja unbedingt heiß und attraktiv für diese Person bleiben. Deswegen habe ich das mitgemacht. Was ist dein allergrößter Upturn? Oh mein Gott, größter Upturn ever, wenn man ganz klar sagt, was man nicht machen will und die Person es trotzdem macht. Also wenn einfach nicht gesehen wird, wo die Grenzen sind oder wenn nicht gehört wird, weil die Person einfach auf die eigene Horniness hört. Die Person kann gleich die Sachen packen und den Raum verlassen und das Haus verlassen und meinen Bezirk verlassen, weil it ain't it, no. Nimm dein 9-Euro-Ticket und geh woanders. Ist klar, oder? Jetzt interessiert mich natürlich brennend, was ist euer Kink? Schreibt das in die Kommentare. Und wenn ihr mehr über Fetische erfahren wollt, dann klickt doch mal auf dieses Video von True Doku, denn da geht es um die Welt des Puppy Plays. Und klickt sehr gerne darauf, wenn ihr noch mehr Dixies sehen wollt.